Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt zu Let's Play Skipark Tycoon. Ich freue mich schon so aufs Skifahren. Ich will endlich wieder raus auf die Bretter, aber hier in der Region gibt es leider noch keinen Schnee, beziehungsweise es ist auch noch zu warm für die Schneekanonen. Darum, ja, möchte ich jetzt anderen die Möglichkeit geben, Ski zu fahren. Und zwar hier diesen kleinen Leutchen, diesen kleinen netten Gästen, die hier bei uns ins Skigebiet kommen. Denn, wie der Name schon verrät, Skipark Tycoon, es geht dabei darum, einen Skipark aufzubauen. Und genau das wollen wir auch tun. Wir haben hier Missionen, wir haben hier gerade eine primäre Mission gekriegt. Ein neues Restaurant hat eröffnet und da sollen wir Leute hinbringen. Wir gucken mal, wo das liegt. Da sieht man, da müssen wir hier einmal über den Berg rüber. Sollte aber, glaube ich, machbar sein, oder? Fahren wir hier hoch. Ne? Wo ist das? Da hier hoch und da wieder runter. Das ist doch cool. Und eine zweite Mission. Und da sollen wir auch Gäste hinbringen. Und zwar hier zu diesem Sightseeing Point. Der müsste das sein, vermute ich mal. Ja, genau. Das liegt ja quasi fast auf dem Weg. Fahren wir halt hier hoch. Da. Darüber. Und darunter. Darüber, damit ich hier die Hütten noch mitnehme. Denn das sind alles hier zum Beispiel schon Skip Troll oder Shelter, also Gebäude, die wir noch nicht bauen können, denn wir spielen hier die Kampagne. Und ich habe die ersten Missionen der Kampagne so gespielt, ohne sie aufzunehmen, weil die werden, ja, die sind sehr langweilig, glaube ich, anzugucken. Da geht es nämlich zum Beispiel darum, wie steuert man die Kamera und wie baut man. Das hier die erste richtige Mission und ja, die nehme ich jetzt auf. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr seid auch heiß aufs Skifahren. Auch wenn das vielleicht eher schlecht ist. Kälte ist da ja eher angebracht. So, erste Sache. Ich klicke hier einfach mal rechtsklick am Ende des Lifts und sage, ich möchte eine neue Piste bauen. Und die baue ich dann, indem ich sie einfach hier lang ziehe. Und zack, fertig ist die. So, und schon haben wir hier eine neue blaue Piste geschaffen, damit hier die Skifahrer runterfahren können, wieder zum Startpunkt. Und ich würde sagen, als nächstes bauen wir da hoch, aber wir sehen hier gerade eine rote Meldung. Wir haben zu viel Schaden in der Natur angerichtet und das können wir uns mal hier angucken. Typisch für so eine Wirtschaftssimulation natürlich die ganzen Statistiken. Und wenn wir da auf das Rating gehen, dann sehen wir, wir haben hier in der Gegend ganz schön viele Bäume abgeholzt. Das wird uns negativ angerechnet. Das können wir aber leicht beheben, indem wir einfach ein paar zusätzliche Bäume wieder neu bauen. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach hier, vielleicht sogar hier vorne im Grün. Jeder Baum kostet uns dann zwar 10, aber das ist ja nicht so schlimm, das sollten wir uns leisten können. Und dann sind unsere Leute, glaube ich, auch wieder zufrieden. Und man sieht auch, jetzt steht da No More Trees Needed. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug gebaut, wahrscheinlich schon viel mehr als nötig gewesen wären. Aber okay, das ist dann halt so. Okay, so, nächste Sache, ein Lift bauen, einfach hier rechtsklicken, den Lift auswählen und da können wir momentan nur diesen einfachen Tellerlift, glaube ich, heißt er auf Deutsch, bauen, weil mehr haben wir noch nicht freigeschaltet. So, und wenn wir dann hier hochfahren wollen, dann sieht man nämlich schon zu lang, also gucken wir mal, bis wo wir bauen können. Ja, bis da könnten wir kommen, dann machen wir das doch direkt mal, zack. Und da haben wir den nächsten Lift gebaut und der kriegt jetzt natürlich auch eine Piste. Und interessant, da wächst gerade der Curvesan ein bisschen. Und die geht hier durch den Wald durch, da runter wieder zurück. So. Und damit haben wir jetzt natürlich wieder viele, viele Bäume abgeholzt. War vielleicht nicht so schlau. Bauen wir noch ein paar neue Bäume wieder. Oder pflanzen die besser gesagt. Forsten wir hier drüben ein bisschen auf. Mal schauen. So, reicht das schon? Statistiken, jawohl, das reicht schon sehr gut. Okay, so, die Skilifte selber, die kann man dann auch noch ein bisschen einstellen. Ich bin noch im Baumodus. So, und hier sieht man, der ist geöffnet. Und hier sehen wir auch, wie teuer der ist. Aktuell kostet der 10. Wie teuer bist du hier? 45, das erscheint mir mal ein bisschen sehr hoch, aber auch da können wir zum Glück hier etwas nachgucken in den Statistiken, nämlich hier unsere
das Spending Limit, also was sie bereit sind auszugeben, liegt sogar bei 41 aktuell. Das ist eine ganze Menge. Dann würde ich sagen, 45, ja, gehen wir hier auf 40 runter und sagen, das jetzt bitte für alle Lifte, ne, für alle Lifte so. Und ich habe hier eben schon das Displayfenster aufgemacht, da kann man so schöne Sachen einstellen, wie ich möchte bitte Pisten angezeigt kriegen. Man sieht hier alles blaue Pisten hier im Spiel und auch in der Realität. Es ist ja so, die Pisten werden in blau, rot und schwarz eingeteilt, je nachdem wie schwer sie sind. Wir können uns hier auch anzeigen lassen, in welchem Gebiet das wie wäre. Und hier sieht man auch, hier zum Beispiel liegt hier eine blaue Piste, die geht hier auch durch ein rotes Stück durch. Aber weil die hauptsächlich blau ist, nur so ein kleines rotes Stück zählt die als blaue Piste. Und dann sieht man auch, wenn wir hier gleich über den Berg rüber wollen, haben wir hier entweder ein Gebiet, wo wir schwarze Pisten bauen, oder wir bauen hier hinten rum die Piste. Dann könnte das sogar noch eine rote Piste werden. Und hier auf der anderen Seite dann wieder runter, da zum Restaurant. Ja, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich würde sagen, den machen wir erstmal wieder aus. Ich merke mir kurz, wenn ich da die Linie ziehe, muss ich da ein Stückchen links vorbei, okay. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt mit dem Lift hochkommen. Ich wollte doch den Overlay wieder ausmachen, ne? Zack. So, besser. Neuer Lift, achso, Plattenlift. Ja, ich habe es befürchtet, das ist wieder zu lang für so einen Lift. Müssen wir da in zwei Abschnitten hoch, mal schauen, wenn wir vielleicht den ersten bis hier irgendwo war das doch. So. Und dann. Na. Bis ganz oben. Jetzt passt es. Sehr gut. So, von da werden die ja wohl auch die Aussichtsplattform erreichen. Das kleine Stück werden die hoffentlich gehen. Jetzt ist die Frage, können wir hier eine Piste bauen? Ne, das wäre zu kurz. Aber da werden die auch so hin und her wechseln zwischen. Ups, oh, jetzt habe ich hier einen Modus gestartet. Dazu komme ich später nochmal. Das ist der Freeride-Modus. Da kann man dann selber durch sein Skigebiet fahren. Also, eine Piste muss immer starten an einem Lift und enden an einem Lift. Oder an einer anderen Piste. Habe ich ja gerade Blödsinn erzählt. So, genau, so. So, das zählt jetzt wahrscheinlich noch als blaue. Genau, das ist noch eine blaue Piste. Ja, was ich eben meinte. Hier sieht man... Wo sieht man es? Hier sieht man es nirgendwo. Die starten und enden alle immer an Liften. Okay. Na, wir werden gleich auf jeden Fall nochmal so eine Piste bauen, die an einer anderen Piste startet und an einer anderen Piste endet. Dann wisst ihr, was ich meine. So, und von hier aus bauen wir noch eine Piste hier runter. Und ich kann jetzt auch, wenn ich links klicke, den so ein bisschen dazu zwingen, dass genau an der Stelle ein Punkt erstellt werden soll. Aber er macht hier schon eine ganze Menge von sich aus und das nicht immer richtig. Deshalb ist das Spiel auch relativ schlecht bewertet teilweise bei Steam. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich meinte, denn jetzt sieht man, das Ende der Piste liegt hier an einer anderen Piste. Und das ist sogar noch eine blaue Piste geworden. Interessant. So, und jetzt kann ich allerdings auch hier mit einer neuen Piste starten und dann zum Beispiel da runterfahren. Und dann haben wir da eine rote diesmal. So eine kleine Verbindung wieder darüber. Okay, so, jetzt sollten gleich unsere ersten Skifahrer da oben ankommen. Hier sind nämlich schon welche auf dem Lift unterwegs. Und ich nutze dann die Zeit mal, den Freeriden-Modus zu zeigen, den ich ja eben schon mal versehentlich aktiviert habe. Bin jetzt hier oben am Lift und kann jetzt hier einfach die Pisten runterfahren oder auch abseits der Pisten. Man sieht hier die Piste immer, wenn man in der Nähe ist, sieht man diese blaue Linie. Ansonsten sieht man hier die blauen Schilder, also eindeutig eine blaue Piste. Ich kann allerdings auch abseits der Pisten fahren, bin da nicht dran gebunden. Und, ups, da habe ich die Abfahrt verpasst, egal. Fahren wir hier runter. Und wenn ich jetzt hier bin, kann ich auch einfach sagen, hey, ich möchte den Lift wieder hoch und dann klicke ich den an und dann werde ich den Lift wieder hochgefahren. Das sieht, ja, ich muss mich mal ein bisschen richtig positionieren. So, das ist ziemlich schnell, aber er folgt dann einfach so der Linie des Liftverlaufs. Ganz nettes Gimmick, finde ich. Und jetzt sieht man auch, haben wir ein Ziel erreicht.
Wir haben nämlich die ersten Gäste hier oben zu der Aussichtsplattform gebracht, zu diesem Aussichtspunkt, Sightseeing Point. Oh, und da hat sich jemand verletzt, aber unsere Pistenwacht ist sofort zur Stelle. Die helfen ihm jetzt. Tja, und da können wir eigentlich direkt mal in die Statistiken reingucken, wie das unseren Skifahrern so geht. Denn auch das kann man hier ganz schön sehen an Graphen. Also die gesamte Happiness, wie zufrieden die sind. Eine ganze Menge hier hinten. Ein paar sind nicht ganz so zufrieden. Jetzt können wir uns hier sogar anzeigen lassen, welcher Skifahrer gerade wie drauf ist. Ein ganz praktisches Feature, finde ich. Hier können wir sehen, wie viel Geld die noch haben, wie kalt oder warm den ist. Da helfen dann diese Shelter, diese Schutzhütten. Da ist eins, Shelter. Dann, wie viel sie bereit sind auszugeben. Ob sie Hunger haben, dagegen hilft natürlich hier zum Beispiel so ein Kiosk oder ein Restaurant, wo auch immer wir einen haben. Ah, da drüben haben wir ja eins, das sollen wir ja schließen. Da unten, genau. Dann den Fähigkeitsgrad, und da sieht man schon, wir haben hier hauptsächlich Leute, die rote Pisten bevorzugen würden, haben aber sehr viele blaue Pisten. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Wie viel Energie die noch haben, das ist auch nicht so viel, wenn man hier mal guckt. Und ob jemand gerade verletzt ist. So, den mache ich mal wieder aus. Aber das mit der Energie, das war schon mal ein guter Hinweis. Da können wir nämlich mal noch ein paar Liegestühle platzieren. Da können die sich dann hinsetzen. Hier sind schon eine ganze Menge, wie man sieht. Da sind auch welche. Da können die sich dann hinsetzen und ausruhen. Und wenn ich jetzt Shift gedrückt halte, kann ich nämlich so nach und nach noch ein paar platzieren. Da vielleicht hier unten um den Kiosk rum noch ein paar. So, da können die dann schön Pause machen. Hier haben wir doch auch noch so eine Stelle. Okay. Und hier ganz oben ist doch auch nett. Mit der Aussicht ein bisschen auf den Liegestuhl fläzen. Die Sonne auf sich scheinen lassen. Das ist doch auch cool. So, und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier runterkommen auf dieser Seite. Vielleicht, ah, das ist schon ein bisschen steiler, vielleicht werden das dann auch mal rote Pisten und dann locken wir hoffentlich die Skifahrer hier runter. Ups, das ist das Spielemenü, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte einen neuen Lift bauen. Achso, und ich muss, achso, das vielleicht noch zur Info, ich muss immer da, wo ich ihn starten möchte, Rechtsklick machen. Also in diesem Fall vielleicht mal hier, kommen wir da hin. Ah, und jetzt sieht man, hier können wir gar nicht lang bauen. Wir müssen hier außenrum bauen. Die roten Flächen, die sind nicht bebaubar. Können wir uns auch hier anzeigen lassen. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Block Terrain, genau. Ja gut, okay. Cursor Snap machen wir mal an, bitte. Dann müssen wir da außen rum. Schauen wir mal, wie machen wir das am besten. Können wir hier so runterfahren. Und dann hier runter. Würde ich sagen, bauen wir mal von unten nach oben. Das ist wahrscheinlich einfacher. Haben wir dazu genug Geld? Na, wir haben ja den Bonus gekriegt für die Mission. So, bis dahin erstmal die erste Etappe. Dann die nächste. Wir müssen da auch noch eine Skipiste nebenkriegen. Also lassen wir noch ein bisschen Platz. So, das ist auch schon das Maximal an Länge, was der Lift kann. Dann fangen wir da noch einen neuen an. Und der führt dann nach hier oben. So, jetzt ist die große Frage, geht das da bergab von dem Lift darüber? Naja, vielleicht wäre es geschickter, den hier da oben enden zu lassen, oder? Wir können den ja... Oh, wir haben fast kein Geld mehr, sehe ich gerade. Na gut, okay, schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja. So. Oh, ich sehe gerade hier die Lifte, die sind natürlich viel zu günstig. Hier, da hatten wir das eingestellt, das jetzt bitte für alle übernehmen. Nur, dass die hier oben so günstig waren, die Lifte, und unser Geld verschwindet. Und dann bauen wir jetzt hier mal eine neue Piste. Und ich möchte die ganz gerne hier... Ja, brechen wir nochmal ab. Ich möchte hier eine lange Piste bauen, runter bis zum Restaurant. Das soll dann auch eine rote Piste sein, hoffentlich. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Mal schauen. Und sie ist rot. Perfekt.
Damit hoffe ich jetzt, dass wir die Leute dahin locken. Und dann gibt es hier natürlich noch immer die Möglichkeit von dem Lift hier zum Beispiel. Einfach so eine kleine Querverbindung, dass die da auch, wenn sie möchten, nochmal wieder rüberfahren können. Und jetzt sieht man gerade, da ist irgendwie der Weg blockiert. Das kriege ich also gar nicht hin hier, wie ich das vorhabe. Brechen wir das mal ab, vielleicht von hier aus. Ist da. Zu kurz. So, es ist okay. Das ist doch gut, dann kann man hier von dem Lift auch noch dahin fahren. Gleiches Spiel vielleicht, wenn man von hier kommt. Könnte man hier abzweigen und dahin fahren zu den Liften. Ja, das ist doch okay. So, und hier auch nochmal. Wenn man von hier kommt. Na, Abbruch, so. Ah, ich bin hier nicht auf einer Ecke, wo der ran snappt. Da wird es klappen oder hier. Von hier geht das da allerdings nicht wirklich bergab. Also nehmen wir den Punkt hier. Und da sieht man schon, fahren die ersten Skifahrer hier runter. So, hier so ein bisschen parallel da zu dem Skilift wieder hin, wer da wieder hochfahren möchte. Und gleiches, wer von hier wieder runterfahren möchte. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Das passt da nicht zwischendurch. Also müssen wir von hier aus wieder starten. So, klappt aber auch. Sehr gut. So, und jetzt fehlt hier eigentlich nur noch eine Verbindung von hier wieder runter ins Tal. Können wir eigentlich vielleicht von hier aus einfach hier runterfahren zu dem Lift? Kann man da wieder runterfahren? Ist auch eine rote geworden. Und hier so quer rüber. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß gar nicht, geht das da überhaupt abwärts oder müssen die da aufwärts fahren? Na, geht ganz leicht abwärts anscheinend. Ist auch nur eine blaue Piste. Achso, und vielleicht, wenn man von hier aus wieder runter möchte zum Restaurant, auch noch was quer rüber. Haben wir dann einen Punkt da. So, jetzt haben wir hier doch ein Paradies für Skifahrer geschaffen, quasi. Auf jeden Fall haben sie jetzt die Möglichkeit, hier bis zum Restaurant zu kommen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die Leute dazu, das Restaurant zu benutzen? Denn dann haben wir die Kampagne, die Map gewonnen. Offen ist es auf jeden Fall mal. Die Lifte sind auch alle offen. Den Preis nochmal für alle festsetzen. Wenn die geschlossen sind, dann stellen die hier... Ich kann es ja einfach mal kurz zeigen. Ich mache den einfach mal kurz zu. Und dann sieht man... zack, stellen die hier so ein schönes rotes X hin. Aus Holz oder so, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, die können da schön runterfahren. Wir brauchen hier vielleicht noch ein paar zu... Oh, und da ist der Tag vorbei. Man sieht, wir hatten 91 Skifahrer, die morgen wiederkommen. 10 kommen nicht zurück, weil sie den Park nicht mögen. Morgen haben wir minus 3 Grad und Schnee. Perfekt also für ein Skigebiet. Wir haben ordentlich Geld verdient. Wir haben ordentlich Skifahrer da gehabt. Und zack, weiter geht's. Zweiter Tag. So, ich wollte aber noch so ein paar von den Liegestühlen einfach aufstellen hier. Und... ja, dann gucken wir mal, was jetzt am zweiten Tag passieren wird, wo sich unsere Skifahrer hin verteilen. Und da kommen sie nämlich gerade erst alle an. Das würde ich aber sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Das soll es für diese erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von diesem Spiel bekommen. Lasst mir gerne eure Meinung zum Spiel da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Wollt ihr auch gerne Skifahren? Freut ihr euch schon auf das Skiwetter, was jetzt hoffentlich dann bald bevorsteht, auch in den Mittelgebirgen? Oder seid ihr der Meinung, nee, Wintersport ist nichts für mich? Schreibt mir das gerne mal. Ich bin da gespannt. Wie gesagt, ich will endlich raus auf die Piste. Ja, und solange das noch nicht klappt, solange versorgen wir hier halt unsere kleinen Mannequins in der Simulation. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche alles Gute und bye bye.